Sonnabend, 14.20 Uhr. Auf dem Tisch steht die Teekanne mit einem Gemisch aus Honig und Darjeeling-Tee. Bis heute Abend werde ich Diät leben. Mit Weizenkleie und Schlagmahlzeiten aus dem Reformhaus. Heute Abend gehe ich zu einem Fotografen, der früher mal Tänzer war. Er gibt in seinem Studio ein kleines Fest, zu dem er mich heute früh eingeladen hat. Was ist sonst noch auf dem Tisch? Ja, ein Buch von Henry Miller, Reise in ein altes Land. Das ist vor einem halben Jahr herausgekommen. Tagebuchartig geführt, Szenen aus Griechenland, Gedanken über das Alter und das Aquarellmalen. Auf dem Tisch steht auch ein Schnapsglas mit Wasser. Darin ist ein winziger Teil eines Astes mit ganz wenig Grün und zwei kleinen Blüten. Das Gestell mit der inzwischen trockenen Wäsche steht am Fenster. Der Plattenspieler sendet elektronische Traumflüge zu mir herüber. Tangerine Dream. Davor Tomita mit Stücken von Debussy. Draußen am Himmel hasten graue und schwarze Vögel mit erregtem Flügelschlag einher. Die Bäume lachen kahl durch das Fenster. Manchmal ist es schwer, die richtigen Perspektiven zu finden. Aber wie schreibt Henry Miller so richtig? Auf das Malen kommt es an. Täglich zu malen. Nicht darauf, Meisterwerke hervorzubringen. Selbst der Schöpfer hat diese Erfahrung machen müssen. Denn bestimmt hat er gemerkt, dass die Erschaffung des Menschen künftig erhebliche Kopfzerbrechen bereiten würde. Und an einer anderen Stelle, beim Malen mit Wasserfarben, habe ich etwas sehr Wichtiges gelernt. Keine Angst zu haben und nicht alles so tragisch zu nehmen. Mein Haar ist frisch gewaschen. Es fällt mir beim Schreiben immer wieder ins Gesicht. Ein angenehmes, ja, fast erregendes Gefühl. Eine ständig wiederkehrende Zärtlichkeit oder zumindest ein Streichelbewusstsein. Es ist sehr friedlich in meiner Wohnung. In der Küche tickt die Eieruhr und wird gleich klingeln. Dann ist der neue Tee fertig. Auf dem Schuppen von Opa Bälde sitzt eine schwarz-weiße Katze und lauert auf Beute. Die türkischen Tauben sind nicht mehr so häufig wie im Winter hier. Sie wussten natürlich, dass Opa Bälde sie gut mit Futter versorgte. Manchmal waren 18 Tauben da. Jetzt sind es nur noch 2 oder 3.